Halli und Lu und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Alien Cube. Wir sind nicht bei unserer Hütte angekommen, aber die Glocke beim Turm hat geläutet und dort gehen wir jetzt einmal hin. Und schauen wir mal, was dort auf uns wartet. Und ob wir endlich noch die Hütte unseres Onkels finden oder nicht. Benutze Tür. Hä? Aber hier hat's doch geläutet. Das war doch... Okay. Diese Tür ist auf. Hebel. Hebel. Ich glaube, jetzt ist die Tür draußen auf. Aber... Wir gucken natürlich trotzdem erstmal ganz hoch. Das Bücherregal ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Platz für sowas. Und ich glaube, richtig warm wird es ja auch nicht rein, oder? Seite. Tagebuch des Wachpostens. Edgar macht sich erneut auf den Weg zur Hütte. Wir haben jeden gewarnt. Wir werden uns verstecken und ihn beobachten. Wir können nicht zulassen, dass er irgendetwas herausfindet. Er kam hier also vorbei und hat das nicht gesehen und fand das nicht merkwürdig? Warum nehmen sie ihn nicht einfach in ihren Orden auf? Der Vater war ja im Orden und wenn er die wichtigen Objekte des Ordens hat, verstehe ich nicht, warum sie nicht versuchen, ihn aufzunehmen. Und dann lieber hinterher sind und versuchen, dass er nicht zu viel herausfindet. Aber gut, man weiß auch nicht, was vorgefallen ist. Vielleicht hatten sie es sogar versucht und probiert, aber Edgar hat sich geweigert. Er meint ja auch, sie sind hinter ihm her. Man hat ihm wahrscheinlich das, was sie vorhaben, auch nicht gefallen. Oh Gott, hier kommt gleich irgendetwas, oder? Huch! Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich das gemerkt hat, dass wir die Seite gelesen haben. Deswegen gucke ich nochmal kurz hoch. Nein. Ich weiß ja nicht, ob das für irgendwas gut ist. Ja gut, der hätte ich springen müssen. Habe ich nicht gesehen. Aber das sind Wege zur Hütte, ne? Also wenn das so ein Weg ist, die ich zu meiner Berghütte brauche, oder gehen müsste, würde ich mir eher überlegen, vielleicht sogar diese Hütte zu verkaufen. Oder einfach nicht mehr zu besuchen. Stell dir mal vor, du willst so ein Wochenende wirklich dort verbringen und musst dann noch deinen Einkauf mitschleppen, vielleicht noch einen kleinen Gaskocher, Rucksack mit Schlafsack vielleicht sogar drin, eine Decke, Anziehsachen. Nee. Nee. Aber klar, wenn man so ein Abenteurer ist, ist das vielleicht auch genau das, was man möchte. Wieder das Auge. Weiter geht's. Und wenn nicht irgendjemand ständig solche Feuer angezündet hätte, wären wir wahrscheinlich schon tot, bevor wir überhaupt dort angekommen wären. Aber gut, das sind, glaube ich, magische Feuer, die brennen dauerhaft. Mhm.
Geht die Sonne auf oder ist es der Mond? Der Nebel nimmt zu. Brennt etwas. Der Wolf verfolgt uns anscheinend auch. Oder er passt auf uns auf. Ich gehe mal davon aus, er passt auf uns auf. Gott, sitzt da jemand? Nein, das sah jetzt nur so aus. Er hat gespeichert. Es ist die Sonne, die aufgeht. Ich weiß jetzt aber auch nicht hier runter. Ja. Es wird also langsam Tag. Vielleicht verschwinden dann dadurch auch ein bisschen diese Monster. Nein. Warum sage ich das auch? Sie existieren also nicht nur in der Nacht. Oha, oha. Und das alles wieder zurück dann später. Aber ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch einen kurzen Weg. Wir machen gerade einen riesengroßen Umweg, laufen im Kreis mehrfach. Und am Ende... Oh, das ist ein Weg von einer Minute noch zur Hütte. Wir hätten einfach noch von der anderen Seite hochlaufen müssen. Das ist nicht Edgars Hücke. Aber ich bin im richtigen Gebiet. Sie sollte irgendwo hier unten in diesem Tal sein. Oh, ich glaube, wir sind erfroren. Wir sind erfroren. Okay. Aber dann haben wir das auch mal gesehen. Und kurz vorm Zwischenstopp... Da haben wir es leider nicht geschafft. Dann jetzt etwas schneller. Und ich versuche den Abhang ein bisschen... eleganter herunterzufallen, damit wir uns vielleicht nicht verletzen. Das war deutlich besser. Ja, gleich. Wir sind gleich bei der Hütte. Immer noch nicht unsere Hütte, aber eine Hütte. Zum Aufwärmen sollte es reichen, ja. Sehr gut. Gut, dass hier überall Feuer brennt. Seite. Ich kenne diesen Ort. Es ist Edgars Hütte. Aber was ist das für ein Ding? Es ist irgendeine Kugel, oder? Vielleicht sogar ein Portal wieder in die andere Welt. Edgars Verschwinden. Wir haben Edgars Bewegung genauestens beobachtet, bis er plötzlich verschwand. Es war uns möglich, ein Foto zu machen. Als wir uns genauer ansahen, bemerkten wir ein großes kugelförmiges Objekt, das direkt vor der Hütte war. Kurz darauf hat es sich aufgelöst und das umliegende Gebiet niedergebrannt. Wir haben unser Bestes gegeben, um das Feuer zu löschen, welches beinahe die Hütte vollständig zerstört hätte. Wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding war, und wir haben Edgar seitdem nicht wieder gesehen. Dann liegen wir vielleicht mit unserer Vermutung gar nicht so verkehrt, dass er in die äußere Welt
gesprungen ist. Eine Schere, er weiß, für was es gut ist. Aber das heißt auch, vielleicht lebt Edgar noch. Vielleicht können wir unseren Onkel retten. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Ist das der Würfel, der nach uns ruft? Ist etwas anderes jetzt gelandet? Oder war das vielleicht wieder so eine Kugel? Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, weil wir frieren schon wieder und sind leicht verletzt. Alter See, der halb gefroren ist. Ich würde gern einmal hier rüber den Baum anschauen. Und der sieht. Das ist doch nicht so besonderes. Oh, da ist eine Hütte. Hafer. Ja, da ist sie. Ja. Wieder kurz vorm Ziel haben wir es nicht geschafft. Ja, ja, weil ich den Umweg gehen musste. Weil ich mir den Baum anschauen wollte. Okay, ich lasse es. Ich gehe diesen geraden Weg einfach. Den schnellsten, den kürzesten. Ohne Experimente. Schnurstracks zur Hütte. Aber wir müssen doch hier lang. Nur ein bisschen schneller. Gut, wir waren auch verletzt. Ich denke, sobald wir verletzt sind, frieren wir auch schneller. Ja, da ist sie. Edgars Hütte. Toll. Da können wir uns ja richtig dolle aufwärmen. Aber zumindest ist hier kein Wind. Suchen. Das sieht nach einem Rätsel aus. Seite. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Was war das? Dieses kugelförmige Ding? Es schien wie von einer anderen Welt, nicht von Menschen geschaffen. Sobald ich es berühre, sah ich ein helles, weißes Licht. Die Welt um mich herum begann sich zu krümmen und zu verbiegen. Und ich hatte Angst. Unbeschreibliche Angst, wie ich sie noch nie zuvor verspürt hatte. Als es sich nur für einen Moment so anfühlte, als würde ich meinen Körper verlassen. Der Schrecken, er war so stark, dass mich meine Sinne verließen. Als ich meine Augen öffnete, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Ich war an einem Ort, an dem ich nie zuvor war, gefangen in einem Käfig. Zum Glück habe ich es geschafft zu entkommen, aber was war geschehen? Wo bin ich? Ich erinnere mich nicht an diesen Ort. Ich muss Hilfe finden. Aber wenn diese Seite hier liegt, dann muss das ja zurückgeschafft haben, oder? Oder kam diese vielleicht durch diesen Ort hindurch? Ich frage mich, was etwas zugeschossen ist. Das Feuer hat alles zerstört. Von da unten kommt Licht. Ist hier jemand? Das ist eine Falltür. Ja. Falltür. Mist, zugefroren. Mit bloßen Händen kann ich sie nicht öffnen. Gut. Unser lieber Edgar hat hier bestimmt einige Hilfsmittel, oder? Wir finden welche in den Tunneln. Nein. Ich geh wieder. Oh Mann. Oh Mann.
Das hört sich sehr besonders an. Du bist was ganz Besonderes, oder? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Es hat gegessen und uns was übrig gelassen. Untersuchung. Oh Gott, war das menschlich? Oh mein Gott. Was haben wir ihm angetan? Vielleicht unser Onkel? Was macht hier denn? Was ist das? Klärwerk? Eine Heizungsanlage? Eine Staumauer? Was macht sowas oben in den Bergen? Kannst du die Leiter nehmen? Arthur, Leiter. Abgeschlossen. Aber was ist da oben? Ich kann einige Kerzen erkennen. Ich hätte ja keine Ahnung, dass hier unten so eine riesige Anlage ist. Ja, ich auch nicht. Dann durch die Lüftungsschächte. Schöne grüne Leuchten. Ist die Frage ein Hammer? Ist die Frage, ob wir langsam verrückt werden und vielleicht nur Halluzinationen haben oder ob das alles wirklich geschieht? Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Viele unserer früheren Entdeckungen der äußeren Welt waren verloren. Doch wir müssen dem Orden und der Priesterin unendlich dankbar für all die Geheimnisse sein, die sie an uns weitergegeben haben und welche wir bewahren. Unsere Vorfahren haben Gottes Auge leider verloren. Wenn wir es so zurückbekommen könnten, würden all unsere Fragen beantwortet werden. Ja, vielleicht ist der Cube ja das Auge Gottes. Okay. Dann versuchen wir mit dem Hammer die Tür zu öffnen. Ach nein, mit dem Hammer können wir bestimmt die Falltüre öffnen. Ich probiere es trotzdem einmal. Ich denke, wir kommen hierhin aber noch zurück. Ich probiere mal, ob ich hier rüberspringen kann. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Aber wenn wir es können. Seite. Ich glaube, es ist ein kleines Easter Egg, oder? Cthulhu? Zumindest so eine Art davon. Kleines Kind. Okay. Schön. Kleines Easter Egg gefunden und ich war zu schnell. Dann geht's jetzt zurück zur Hütte. Benutzen. So. Dann hier wieder hoch. So, das war er. Ist wieder offen. Sehr gut.
sehr gut. Und was sich da unten befindet, ihr wisst es, finden wir in der nächsten Folge heraus. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.